Wir haben ja gerade darüber gesprochen, was der Calliope Mini ist, aber ich möchte ihn endlich ausprobieren. Ich schaue ihn mir mal an. Also in der Box sehe ich hier ein Kabel, Verbindungskabel wahrscheinlich. Genau, das ist ein klassisches Ja. USB-Kabel. Dann haben wir hier einen Batteriehalter, wie ich den auch von anderen Tools kenne. Und dann habe ich hier dieses Kernstück. Wie funktioniert denn nun dieser Calliope Mini? Also ich vergleiche immer die Maschinen, die wir so damit bauen, immer ganz gern mit so einem Lebewesen. Der Calliope ist dann in dem Fall sozusagen das Gehirn, der sagt, was die Maschine machen soll und dem wir eben auch programmieren können und ihm sagen sollen, was er machen soll. Das heißt, das ist der Prozessor Genau, wahrscheinlich, das ist ne? Wie der es da auch kleine so schön Prozessor. steht, ja. Genau, und dann hat er eben auch noch Sensoren, mit denen er sozusagen fühlen kann, so seine Sinne. Die sind da drin. Die Die sind da brauche schon ich alle nicht drauf. anschließen. Du kannst auch noch extra Sensoren anschließen, aber der hat eben auch schon viele da drin. Hier zum Beispiel diese goldenen Kontakte. Darüber kann er fühlen, ob die von dir angefasst werden. Oder er kann auch fühlen, wie warm es hier drin ist zum Beispiel. Er hat einen Temperatursensor und einen Lichtsensor, damit sieht er, ob es hell oder dunkel ist. Und auch seine Lage kann er Das quasi ist fühlen, wie er bisschen so liegt. wie beim Handy auch. Da gibt es ja auch Genau, diesen Lagesensor da drin, ne? auch das. Aber er kann nicht nur fühlen, sondern er kann auch so ein bisschen mit uns sprechen sozusagen. Also er hat hier so ein kleines Display, das siehst du hier. Das ist so eine LED-Matrix aus ganz vielen kleinen LEDs. Das sind 25. Genau. Und da kann er ganz viele verschiedene Zeichen, Symbole oder auch Buchstaben zum Beispiel anzeigen. Und er kann Töne machen. Zum Beispiel deinen Namen sagen, indem er da hier deinen Namen anzeigen würde auf dem LED-Display. Können wir das mal ausprobieren? Hätte ich Lust drauf, das mal Klar, zu gerne. testen. Dafür bräuchten wir einen Computer. Ja, haben wir zufällig hier. Und das USB-Kabel. Ja, okay. Du sagst mir einfach, was ich machen soll. Dann. Genau, wir brauchen zuerst die Programmieroberfläche, mit dem wir den programmieren können. Ich arbeite mal ganz gerne mit Open Roberta, wenn du einfach mal nach Open Roberta suchst. Genau. Und dann findest du einen Link, der fängt mit lab.openroberta an, da unten. Genau. Und wenn du das öffnest, dann öffnet sich die Programmieroberfläche. Jetzt siehst du, OpenRoberta kann man für ganz verschiedene Plattformen benutzen. Wir arbeiten ja heute mit dem Calliope Mini. Vielleicht kannst du den mal auswählen. Das ist die Programmieroberfläche. Und hier auf der linken Seite siehst du dann eben verschiedene Blöcke. OpenRoberta ist auch eine visuelle Programmiersprache. Das kannst du dir vorstellen wie ein Puzzle, dass du einfach Befehle aneinander puzzelst und damit einen Code schreiben kannst. Oder Legosteine sagt man ja auch ganz Oder gerne zu Legosteine. solchen Genau. Programmiersprachen. Und jedes Programm fängt immer mit einem Startblock an. Der liegt jetzt da schon immer auf dem Bildschirm. Das heißt einfach, dass alles, was du da drunter anbringst, wird immer abgespielt, wenn du den Calliope startest. Und jetzt wollen wir ja deinen Namen anzeigen lassen. Zeig mal, wie das geht. Genau, da findest du hier links unter Aktion gibt es verschiedene Funktionen. Hier ist zum Beispiel Zeigetext. Das ist ja für unseren Fall schon genau das Richtige. Und das kann ich jetzt hier an diesen Startblock andocken. Siehst du, wie das da gelb wird? Das heißt, dass es da ranpasst und ich kann es loslassen, dann wird es da anmagnetet sozusagen. Ist auch immer wichtig, dass die verbunden sind, weil wenn das nicht verbunden ist, wenn es jetzt zum Beispiel hier auf dem Bildschirm liegt, dann ist es auch so blass und dann wird es auch nicht abgespielt werden. Jetzt würde ich da zum Beispiel mal, ich schreibe da jetzt einfach mal meinen Namen rein. Ja. So, und wenn ich das jetzt übertragen würde, dann würde er meinen Namen anzeigen. Aber, das hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, der Calliope an sich ist ja nicht ganz so der hellste. Das heißt, er würde das jetzt so genau einmal machen und dann nie wieder. Aber wenn ich eben möchte, dass man meinen Namen auch länger lesen kann, dann fehlt noch ein Baustein, der immer ganz wichtig ist und den man auch schnell mal vergisst. Und der macht, dass der immer wieder das Gleiche macht. Der Block heißt wiederhole unendlich oft. Und er macht genau das, der wiederholt unendlich oft. Den schiebe ich jetzt auch mal hier auf den Bildschirm. Der sieht ein bisschen aus wie ein Krokodil. Und in das Maul Ins kann Maul kann ich ich, es reinmachen. genau, da kann ich jetzt meine Blöcke reinlegen und den ganzen Block jetzt an Start anheften. Und jetzt ist mein Code eigentlich schon fertig. Na, und wie kriege ich das denn jetzt auf den Calliope drauf? Weil ich habe es ja jetzt hier und die Verbindung muss ja irgendwie gemacht werden. Genau, wir können den Calliope gleich anschließen. Es gibt noch eine Sache, die würde ich dir vorher gerne zeigen. Und zwar kann man vorher überprüfen, ob das, was man programmiert hat, überhaupt funktioniert, ohne dass man den Calliope jedes Mal anschließen muss. Und das ist die Simulation. Die ist hier auf der rechten Seite, da wo Sim steht, wenn du das anklickst. Dann ist da eine Grafik von unserem Calliope.
Und wenn ich jetzt diese Simulation starte, hier unten über das kleine Play-Zeichen, dann hoffe ich, dann zeigt er meinen Namen schon an. Dann weiß ich habe richtig programmiert. Jetzt haben wir die Simulation gemacht, aber wie kriegen wir es jetzt dann auf den Calliope? Genau, jetzt wollen wir den eigentlichen Spaß machen. Möchtest du das vielleicht einfach mal machen? Der Calliope hat, kann ich dem zeigen, hier oben siehst du das, so einen kleinen Micro-USB-Anschluss. Ah ja, das kennt man auch von Handys. Ne? Genau, also das ist der gleiche Stecker wie vom Handy, wenn du da das Kabel anschließt. Gibt's ja auch nur eine Möglichkeit. Mhm. Okay, wenn es ein bisschen Klack macht, dann reicht das meistens schon. Ne? Genau, man kann wenn ja dran ziehen. Sitzt, dann merkt man, dass ist drin. Sitzt. Und jetzt schließe ich es wahrscheinlich einfach an. Genau, das an den Computer. Genau, ein ganz klassischer USB-Anschluss. Den so wie beim USB-Stick im Endeffekt auch. Ne? Genau, also, dass man nichts falsch machen kann. Okay, ich verstehe. Zack, habe ich drin. Super. Jetzt sehen wir auch, dass er angeschlossen ist, weil hier diese kleine Lampe leuchtet. Ja. Also hier unten rechts so ein kleines Play-Zeichen. Wenn ich da jetzt draufklicke, das startet sozusagen das Hochladen auf den kleinen Mikrocontroller. Jetzt werden wir hier gefragt, wo wir diesen Link speichern möchten. Dafür muss ich auf diesen Link mit dem Rechtsklick klicken. Mhm. Dann fragt er dich, wohin. Und jetzt bei Ort, da wir den Calliope angeschlossen haben, müsste jetzt dort der Calliope auftauchen. Der heißt immer Mini. Kannst ihm noch dem Programm noch einen Namen geben, wenn du möchtest? Ich würde jetzt mal Namen. Und wenn du jetzt auf Sichern drückst, wird das Programm hochgeladen. Und jetzt siehst du auch, dass das Programm gerade hochgeladen wird, weil diese kleine Lampe flackert. Und wir müssen jetzt auch so lange warten, bis sie aufhört zu flackern, damit das Programm vollständig hochgeladen ist. Und jetzt kannst du sogar schon sehen. Ja, es funktioniert. Ja. Super. Rahel. Ja. Und was denn jetzt mit meinem Namen? Ist jetzt ein bisschen ungerecht, dass da nur deiner steht. Das stimmt. Dann würde ich doch vorschlagen, müssen wir deinen auch noch dazufügen. Wir könnten das Namensschild ja so programmieren, dass mein Name kommt, wenn wir auf Knopf A drücken und dein Name, wenn wir auf Knopf B drücken. Und dafür gibt es Bausteine. Du brauchst ja diese Abfrage, wenn etwas passiert, dann soll etwas anderes passieren. Mhm. Und diesen Baustein gibt es, wenn du den mal links suchst, der müsste unter Kontrolle sein. Ja. Genau, und da kannst du dir den passenden Baustein aussuchen. Wenn das ist wenn mache. Genau. Ich lege den erstmal hier drin. Und jetzt brauchen wir die Funktion, wenn Knopf A gedrückt wird. Da würde ich auf Sensoren auch wahrscheinlich gehen, weil das ja was ist, was ich brauche. Und hier ist Taste A, das ist wahrscheinlich das, ne? Genau. Das ist eine Frage, ne? Taste A. Und man kann jetzt auch mehrere auswählen. A? Genau, also A und B. Ja. Ich sehe jetzt hier oben schon dieses Zeigetext, den kann ich das da rausmopsen? Auf jeden Fall, das kannst du einfach. Du hast es ja so schön erklärt, dass es das Krokodil ist. Da würde ich jetzt daraus schließen, dass ich das da reinmache, damit wir die Bedingungen haben. Wenn A gedrückt ist, soll Rahel angezeigt werden. Und jetzt brauchst du das Gleiche nur noch einmal für deinen Namen. Das kann man auch faul machen über eine Tastenkombination, wenn du Steuerung C und Steuerung V, so wie man das vom Computer kennt. Ah, genau. Zack, zack. Das ging ja schnell. Und jetzt muss ich ja wahrscheinlich einfach nur zwei Sachen ändern, nämlich, weil ich bin ja die B-Taste und mein Name. Jo. Und die füge ich jetzt zusammen, damit das was gibt? Das kann einfach in das Wiederhole unendlich oft. Genau. Und da wäre nämlich jetzt auch wieder das Problem, hätten wir diese Klammer, die Wiederhole unendlich oft Klammer vergessen, würde er genau einmal ganz kurz fragen, ob eine Taste gedrückt wurde und dann würde er einfach aufhören. Damit würde unser Code nicht funktionieren. Ich würde jetzt einfach auch mal die Simulation wieder ausprobieren, damit wir ganz sicher gehen. Das ist schon eine schöne Funktion. Und muss ich jetzt zuerst auf Play drücken? Genau, startest die Simulation. Ah, da sieht man auch, dass es angeht, wenn das Pausezeichen kommt. Genau, und jetzt kannst du auch da die Knöpfe drücken. Ach, das ist das Schöne. Mal jetzt. Ja, super. Braucht der Calliope jetzt eigentlich die ganze Zeit den Strom von dem Laptop? Oder wie kriege ich jetzt das Namensschild an dich zum Beispiel ran? Nee, der muss natürlich jetzt nicht die ganze Zeit am Computer hängen. Dafür ist hier dieses kleine Akkupaket da. Darf ich es mal angucken? Na klar, und kannst auch mal aufmachen. Da sind so ganz normale Batterien drin. Genau, wie man sie so kennt. Aus dem Haushalt, ne? Genau. Und wenn du jetzt den Calliope abstöpselst vom Computer, kannst du das Akkupaket anstöpseln. Einfach abstöpseln. Einfach abstöpseln. Das bleibt drauf. Genau, das Programm bleibt auch drauf, wenn er keinen Strom hat. Das bleibt so lange drauf, bis du ein neues Programm drauf spielst. Mhm. Genau, jetzt hat der hier so eine kleine weiße Buchse hier an der Seite. Genau, und da passt der Stecker rein. Und jetzt kannst du das Akkupaket hier mit dem Schalter anschalten. Das ist auch gut gemacht mit an und aus, okay. Sich das Lämmchen. Ja, es funktioniert. Da kommt der Name, genau. Und ich würde jetzt total gerne einfach auch noch das ein bisschen hübscher machen, weil wir jetzt irgendwie nur diesen Calliope haben. Wir haben ja hier ganz viele Bastelmaterialien.
Na? Ja, ja. Super. Das sieht super aus. Wenn ich jetzt das so ein Einstiegsprojekt gemacht habe, gibt es für mich zu Hause als Privatperson oder als Lehrer noch andere Möglichkeiten, Materialien zu finden? Total. Also gerade für Calliope gibt es da einiges im Internet, auch frei verfügbar. Du hattest vorhin von dem Winkelkatzenorchester erzählt. Und ich würde natürlich jetzt gerne wissen, nachdem wir das Projekt hier gemacht haben, kann ich das mit meinem Calliope machen? Also im Prinzip schon, der Calliope an sich kann ja schon total viel. Der hat schon total viele Möglichkeiten auf dem Board. Hier haben wir jetzt nochmal mit externen oder mit Extrasensoren und einem Servomotor gearbeitet. Also das ist ein Ultraschallsensor und hier ist ein Servomotor. Und da gibt es eben noch ganz viele verschiedene Möglichkeiten, verschiedenste Sensoren und Motoren auch anzuschließen.